Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video, in dem ich mir mal mit euch alle 8 neuen Tiere aus dem kommenden Southeast Asia Animal Pack angucken möchte. Das Ganze kommt am 30. März 2021 raus und beinhaltet, wie gesagt, 8 neue Tiere und wir werden dann auch so ein paar neue Gehegegegenstände kriegen, das hat man schon auf den Screenshots gesehen, die dann passend zu den Tieren halt sind. Und wir bekommen sogar ein neues Szenario. Das Ganze wird 9,99 € kosten und erscheint zusammen mit dem kostenlosen Update 1.5, welches auch nochmal ein paar coole Funktionen beinhaltet. Ich fasse das mal ganz kurz für euch zusammen. Man wird nämlich mit diesem kostenlosen Update unter anderem das Wasser färben können und die Klarheit einstellen können. Man wird eigene Bilder als Schilder dann hochladen können und dann kann man sein Zoo auch noch viel, viel mehr individualisieren. Dann lernt der Ganges-Gavial endlich tauchen, also der wird dann auch endlich in tieferen Gewässern mal ein bisschen abtauchen und schwimmen können. Und man kann sogar jetzt seine Franchise-Zoos endlich als Sandbox abspeichern. Es gibt noch ein paar mehr Neuerungen, aber das waren für mich jetzt die wichtigsten. Und wir kommen jetzt mal zu den 8 neuen Tieren von dem Southeast Asia Animal Pack. Und da haben wir als allererstes den Sonnenbär, beziehungsweise auch Malaienbär genannt, mit seinem wunderschönen sonnenfarbenen Fell hier vorne an der Brust und auch im Gesicht. Daher kommt dann vermutlich auch der Name. Finde ich echt schön. Also die Färbung sieht super aus, gerade wenn die Sonne da so drauf strahlt. Dann leuchtet das so schön. Der hat auch natürlich eine sehr markante Zunge, mit welcher er dann wahrscheinlich, geht davon aus, dass er Insekten damit jagt, irgendwie Ameisen oder sowas. Oder wie heißen diese anderen noch, die in diesen Hügeln leben? Und mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit Tee, oder? Termiten? Das ist richtig? Oh mein Gott, ich bin lost. Und dann hat er sogar noch so riesige Fangzähne, wenn ihr mal hier schaut. Also ich gehe davon aus, dass er dann auch größere Beute nimmt, wenn er sie zwischen die Kauer bekommt. Das sind echt schon große Fangzähne, ne? Also für einen reinen Ameisenbär wäre das schon ein bisschen seltsam, solche Zähne zu haben. Und er hat natürlich auch riesige Klauen hier unten, die sehen wir gleich auch nochmal besser. Die benutzt er dann vermutlich fürs Klettern. Ich schalte mal einen Screenshot weiter. Da sehen wir dann nämlich nochmal eine glückliche Sonnenbärenfamilie. Hier seht ihr dann auch nochmal die Klauen ein bisschen besser. An den Vorderläufen und auch an den Hinterläufen hat er sehr lange Klauen. Also der wird richtig gut klettern können, denke ich. Und natürlich haben wir dann auch die Babys. Die sehen voll putzig aus. Die haben wieder diesen frechen Blick so ein bisschen, wenn ihr mal so schaut. Erinnert mich ein bisschen an den Otter. Ich weiß noch, dass da die Meinungen sehr gespalten waren. Bin mal gespannt, wie euch so die Babys gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde sie super, super süß. Echt niedlich. Auch hier vorne der kleine. Oh. Sehr, sehr putzig. Ein Screenshot habe ich aber noch. Genau, diesen hier. Da sehen wir ihn dann auch nochmal sitzen. Ganz alleine und glücklich. Schön viel Bambus im Hintergrund. Ich finde das schon ein sehr interessantes und tolles Tier. Und als nächstes haben wir eine Raubkatze, nämlich den wunderschönen Nebelpardea. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Beim letzten Video habt ihr euch alle beschwert. Wunderschönes Fell, muss man einfach sagen. Die Maserung und auch die Farbe gefällt mir richtig gut. Der sieht echt toll aus. Wunderschöne Katze. Aber diese Raubkatzen sehen eigentlich immer alle mega toll aus. Ist allerdings natürlich auch wieder nicht so was Besonderes, ne? Nach dem Jaguar und was wir alles haben. Also erinnert mich auch so ein bisschen an den Schneeleopard, muss ich sagen. So von der Körperhaltung und Form her. Also ich denke, der wird auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Wahrscheinlich so eine Mischung aus Schneeleopard und Jaguar, könnte ich mir vorstellen. Aber was wir hier auf dem Screenshot auch noch sehen, ist eins dieser neuen Gehegegegenstände, Ständen. Nämlich einen Schlafplatz, vermute ich mal, wird das sein. Für solche Dschungeltiere. Können sie so schön auf die Hängematte da gehen. Finde ich sehr cool, dass wir sowas auch dazu bekommen. Aber das ist auch ehrlich gesagt das Mindeste für 9,99 €. Weil lediglich 8 Tiere, das wäre schon ziemlich wenig. Ich schalte mal weiter. Hier sehen wir nämlich auch nochmal von näher. Mit dem wunderschönen Gesicht und auch die riesigen Zähne. Also meiner Meinung nach ist der auch ein wirklich sehr hübsches und tolles Tier. Und als nächstes haben wir den P-Nasenaffe. Natürlich nicht P. Sucho sagt, ich bin jetzt auch im Spiel und er meinte natürlich dieses Tierchen damit, der Frechdachs. Sieht er mir ähnlich, Leute? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ist natürlich sehr
klar zu identifizieren an seiner Nase. Also mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Aber auch ein interessantes Tier, muss man einfach sagen. Allerdings haben wir auch schon im Planet Zoo sehr, sehr viele Affenarten. Und der wird sich dann vermutlich relativ ähnlich verhalten, wie zum Beispiel... welchen kann man da denn als Vergleich nehmen? Vielleicht der Schimpanse so, von der Körperform her? Oder die weiblichen Uran-Utans vielleicht? Könnte auch sein. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber es wird alles so ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber auch ein tolles Fell hat er, tolle Augen und auch ein tolles Gesicht. Sehr hochauflösend sieht er aus. Oh, hier der kleine Daumen. Wie süß. Mir noch gar nicht aufgefallen. Was ich allerdings bei Planet Zoo immer so ein bisschen doof finde, ist bei den Affen und bei diesen Tieren, die klettern, dass diese Kletteranimationen einfach teilweise echt blöd aussehen. Also es wäre schön, wenn da nochmal irgendwie ein Fix rauskommen würde oder sowas, dass es ein bisschen cleaner aussieht und dass die da nicht so komisch umherspringen und umherbuggen und sowas. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und gerade wenn dann so neue Affen kommen, ist es natürlich nochmal doppelt störend, wenn die dann so blöd im Gehege rumklettern. Nehmen wir nochmal ein Bild. Da sehen wir zwei Stück. Dann könnt ihr auch nochmal dieses Prachtexemplar von der Seite sehen. Es sind schon weirde Tiere, ne? Aber ich finde die lustig. Also ich finde die wirklich lustig. Und die sind echt muskulös. Schaut mal hier. Ach, das meinte Suho damit. Der große Bizeps. Deswegen hat er mich mit dem verglichen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Suho. Dann war das ja gar keine Beleidigung. Oh, nice. Ja, sehr coole Tiere. Gefällt mir. Und als nächstes Tier haben wir den Sulawesi Hirscheber. Fällt natürlich besonders auf wegen seinen markanten Stoßzähnen. Die sind echt interessant. Warum hat er vier Stück davon und alle so geschwungen? Cooles Tier meiner Meinung nach. Aber auch nicht das Spannendste. Also ist jetzt nicht das Mega-Highlight, aber ich finde den trotzdem ganz cool. Ich habe leider nur diesen Screenshot, weil Planet Zoo noch keinen weiteren veröffentlicht hat. Wird wahrscheinlich heute oder die Tage passieren auf deren Social-Media-Kanälen. Deswegen können wir den jetzt nicht in voller Pracht und Körperform sehen. Aber ist halt ein Schweinchen, ne? Also ihr könnt euch ja schon vorstellen, was hier unterhalb des Baumstamms ist. Ja, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht das Mega-Highlight. Und dann haben wir den malaysischen Tapir oder auch Schabrackentapir genannt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ein Tapir in anderer Färbung. Also körperlich fällt mir jetzt groß nichts anderes auf. Vielleicht ein bisschen anders im Gesicht so, ein bisschen... Ja, die Gesichtsform ist, glaube ich, schon ein bisschen anders als der normale Tapir. Aber sehr, sehr ähnlich. Denk mal, das hier wird das Männchen sein. Kann das sein? Das hier das Weibchen. Also die unterscheiden sich schon so ein bisschen. Der hier ist ein bisschen bulliger. Und das Baby natürlich, unverkennbar. Auch wieder so schön mit den Pünktchen. Sehr, sehr süß. Was mir noch auffällt, ist hier vorne. Guck mal hier hin. Das ist ein bisschen unsauber da, die Textur. Hier gerade hier vorne. Sehr eckig, oder? Das ist ein bisschen schade, ne? Bei so einem DLC, was so viel kostet, dann will man natürlich auch, dass die Tiere vernünftig umgesetzt sind. Und das hier finde ich schon nicht so schön. Ich weiß, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber für den Preis kann man natürlich dann auch schon was erwarten, ne? Da kann man dann auch mal solche Sachen bemängeln. Aber das Baby ist echt niedlich. Oh, würde ich direkt adoptieren. Aber auch natürlich nichts Besonderes, ne? Ist halt quasi ein Tapir mit einem anderen Skin. Einfach mit so ein bisschen Weiß da drin. Und ein bisschen andere Fellfarbe. Mehr ist es eigentlich nicht. Dann haben wir als nächstes das große wandelnde Blatt. Woher der Name kommt, brauche ich glaube ich nicht sagen. Das sieht man eindeutig. Sieht halt aus wie ein großes Blatt mit ein paar Beinchen und einem kleinen Köpfchen. Das sieht schon gruselig aus. Guck mal hier die Augen. Dann da vorne die Fühler auch noch. Oder was ist das hier? Keine Ahnung. Das ist ein undefinierbares Gesicht. Und hier sind wahrscheinlich so die Kauwerkzeuge. Erinnert mich sehr stark an eine Gottesanbeterin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Art von Gottesanbeter ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber sieht schon sehr stark so danach aus. Halt nur ein bisschen anders geformt. Aber ich glaube, Gottesanbeter gibt es ja auch so als Ast und sowas. Sieht wirklich aussehen wie ein Ast. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Unterart oder sowas ist. Aber keine Ahnung. Ist halt nur eine Vermutung von mir. Deswegen schreibt es gerne unten rein. Ich muss sagen, das ist ein Tier, ein Vivarientier, auf das ich mich sogar freue. Das finde ich wirklich sehr interessant. Weil das ist mal was ganz anderes und Besonderes. Wird dann wahrscheinlich auch wieder weniger spannend sein, weil es sich nicht bewegt und einfach nur auf dem Blatt sitzt. Aber trotzdem, so für den ersten Moment und einfach mal so zum Gucken, ist es ganz cool. Wer würde sich denn trauen, so ein Tier auf die Hand zu nehmen oder auf den Arm zu nehmen?
Ich glaube, ich würde das auch mal ausprobieren, aber es ist schon irgendwie. Ein bisschen eklig sind die schon. Allein schon dieser Kopf und das Gesicht. Ja, trotzdem, cooles Vivarientier. Als nächstes haben wir den ostasiatischen Rothund oder den Usuri Dol. Erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus einem Fuchs, einem Wolf und vielleicht einem Kojoten oder sowas. Also das Gesicht kommt schon sehr nah an den Fuchs ran, so. Und der Schnauz hier vorne erinnert mich echt schon sehr stark daran. Oh, die Ohren sind auch riesig. Ich finde allgemein, dass der sehr anmutig aussieht. Sehr hübsches Tier. Und auch die Färbung vom Fell gefällt mir richtig gut. Dieses rötliche. Oh, der hat auch so schöne ockerfarbene Augen. Oh, sehr hübsch. Ich frage mich halt, wie groß der ist, weil der sieht irgendwie halt voll riesig aus. Weil wenn ihr hier im Hintergrund den Zaun seht, ich weiß, das kann man ja nicht einschätzen, wie groß der Zaun ist, aber auch die Bäume so im Hintergrund, der wirkt schon riesig. Aber ich kann mir den eigentlich nicht so groß vorstellen, weil ich den halt sehr stark mit einem Fuchs in Verbindung bringe. Und Füchse sind halt nicht so riesig. Also keine Ahnung, wie groß der sein wird. Aber tolles Tier. Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Tier von dem Southeast Asia DLC. Und das ist der Binturong. Oder auch im Deutschen Marderbär genannt. Ja, eine Mischung aus Bär und Marder. So ein bisschen eine Mischung aus Waschbär und Marder, würde ich fast sagen. Vom Optischen. Oh, der ist aber irgendwie auch mega hübsch und süß. Kommt so ein bisschen wahrscheinlich vom Größenniveau und von den Bewegungen an den roten Panda so ein bisschen ran. Nur halt in anderer Farbe. Find die Ohren super interessant. Was ist denn jetzt hier das Ohr? Das hier das Ohr, das kleine Runde. Und das hier ist einfach nur nochmal so eine Hörmuschel oder sowas. Aber Ohrmuschel, das macht ja keinen Sinn. Irgendwie hat er zwei Ohrmuscheln. Ich verstehe das nicht. Sieht aber cool aus. Oh, der ist auch sehr putzig. So ganzen Härchen, so wild im Gesicht. Oh, auch voll süß. Und natürlich auch große Krallen zum Klettern dann vermutlich. Oh, der hier im Hintergrund ist auch super putzig. Tolles, hübsches Tier. Ich bin mal gespannt, wie der sich dann im Gehege verhält. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann viel klettert und in Bäumen lebt. Weil wenn man den bei Google eingibt, dann sieht man auch oft Bilder, wo der dann auf Bäumen sitzt und böse guckt. Also ich gehe davon aus, dass der dann auch viel in den Baumwipfeln lebt und schläft und klettert. Aber ist ja auch ganz süß, ne? Der rote Panda ist ja ähnlich. Der klettert ja, glaube ich, auch relativ viel. Aber das waren schon alle 8 Tiere. Ich muss sagen, die sind alle sehr hübsch. Aber das ist jetzt kein Tier bei, was mich mega vom Hocker haut. Weil es halt nicht irgendwas ist, was komplett anders ist. Zum Beispiel ein Hai. Oder ein Faultier oder sowas. Also das hätte mich halt viel, viel mehr vom Hocker gehauen. Ist ganz nett, aber ist kein Must-Buy meiner Meinung nach. Also wenn ihr nicht mega die Planet Zoo sucht, die seid oder sowas, dann müsst ihr es nicht unbedingt kaufen. Ich werde es natürlich kaufen und mit euch gemeinsam ausprobieren. Aber für 9,99 € ist es schon nicht so viel Content, den man bekommt, muss man sagen. Aber bevor ich es vergesse, das ist nämlich noch nicht alles. Denn es wird auch noch ein neues Szenario geben. Dieses spielt im tropischen Regenwald in Perak, Malaysia. Kenne ich nicht, also ist wahrscheinlich irgendeine Stadt, oder? Perak? Noch nie gehört. Ich glaube, hier sehen wir sogar schon den Sonnenbär, kann das sein? Ich glaube schon, also das sollte eigentlich ein Screenshot aus dem Szenario sein. Zumindest wurde das auf Social Media mit dem Text dazu gepostet. Ich muss ja sagen, dass ich diese Szenarien nicht wirklich krass spiele. Also irgendwie bin ich dann eher so der Sandbox-Bauer. Deswegen ist es für mich persönlich nicht ganz so spannend, aber vielleicht ja für euch. Viel mehr Infos habe ich aber leider gar nicht. Das war, glaube ich, soweit alles. Auf den Social-Media-Kanälen von Planet Zoo werden wahrscheinlich noch die Tage neue Screenshots kommen. Gebt das da einfach mal ein bei Facebook, Instagram oder so, Planet Zoo. Folgt denen, dann werdet ihr dann die aktuellsten Screenshots sicherlich auch zu Gesicht bekommen. Das soll es jetzt aber von mir gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.